Hi Leute, mein Name ist Eugen und ich bin der Kopf hinter Routertum. Ich habe mir überlegt, eine kleine Frage-Antwort-Kategorie aufzumachen. Das heißt, ich werde mir drei Fragen raussuchen, die ihr mir auf Instagram oder YouTube gestellt habt und werde versuchen, diese hier etwas genauer zu beantworten. Kommen wir auch schon zu der ersten Frage. Okay, meine erste Order war relativ groß für meine Verhältnisse. Das heißt, ich hatte 4 T-Shirts und 2 Hoodies. Die T-Shirts waren 400 Stück pro Design und bei den Hoodies waren es sogar 600. Es war natürlich extrem viel. Aber wir hatten das Glück, dass wir ziemlich gut alles abverkaufen konnten und somit quasi die nächste Generation finanzieren konnten. Warum war diese Stückzahl so hoch? Ich habe kein Merchandising gemacht. Das heißt, ich bin direkt an eine Produktion gegangen und habe dort meine Produkte produzieren lassen. Stoffe, Schnitte, Labels, Print, war alles custom-made. Warum sind die Stückzahlen immer so hoch, wenn man in eine richtige Produktion reingeht? Eigentlich sind diese Stückzahlen noch relativ klein für dieses Business. Wenn wir dann ein großes Brand nehmen, wie zum Beispiel Superdry, da geht ein Design in Zehntausenden über den Produktionstisch. Man muss sich das so verstehen, dass natürlich jeder Produzent am liebsten einen großen Kunden hat. Das heißt, er ist ständig ausgelastet. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen 50 T-Shirts komme und er hat, sagen wir mal, 20 Näherinnen da sitzen. Das heißt, wenn sie loslegen, dann ist das Nähen der 50 T-Shirts so schnell durch, da hat das Vorbereiten der Maschine, des Arbeitsplatzes mit dem richtigen Faden, die richtigen Labels dazu, viel, viel länger gedauert und somit ist es für ihn unlukrativ. Das heißt, wenn die Produktion stehen bleibt, verdient er kein Geld. Er hat natürlich seine Arbeiter, die genauso bezahlt werden wollen. Deswegen sieht er natürlich zu, dass er Ordern in größerem Format ranzieht. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit Merchandising zu starten. Das heißt, man nimmt ein fertiges T-Shirt, macht da sein Design drauf und verkauft das so. Das ist natürlich von der Individualisierung relativ eingeschränkt. Ich kann natürlich nicht den Schnitt ändern ohne großen Aufwand, dass es sich auch lohnt und meistens sind natürlich auch die Labels von der Fremdfirma drin. Manche Brands sind natürlich auch so, dass man sie super raustrennen kann, dann kann man sein eigenes reinnähen, aber man merkt schon so, dass der Aufwand relativ hoch wird und das Produkt natürlich dann auch im Endeffekt teurer wird. Die meisten Druckereien hier in Deutschland bieten einem den Siebdruck schon ab 50 Stück an. Da ist natürlich die Menge deutlich überschaubar und man kann auf jeden Fall viel, viel mehr experimentieren bzw. das Ganze erstmal anlaufen lassen. Fast alle Produkte lasse ich bei demselben Hersteller produzieren. Manche Sachen kommen von woanders. Das heißt zum Beispiel Caps und Socken kommen von einem anderen Produzenten. Socken zum Beispiel aus Portugal. Grundsätzlich produziere ich ja in China. Man kann sich das wie in der Autoindustrie vorstellen. Das heißt, man hat ein Werk und viele Zulieferer. Wenn man sich zum Beispiel so ein Produkt anschaut, denkt man so, okay, das kommt aus einem Werk. Es wird zwar in einem Werk komplett zusammengenäht oder zusammengebaut, aber die einzelnen Teile kommen von verschiedenen Zulieferern. Es gibt immer einen Spezialisten in dem Bereich und dieser Spezialist wird dann von mir gepickt. Das heißt, dieser Hoodie hat eine Snowwaschung, diese kann nur eine bestimmte Wäscherei umsetzen. Teilweise gehen die Produkte kreuz und quer und müssen natürlich gut koordiniert werden. Aber das Endergebnis spricht für sich. Es kommt natürlich hinzu, dass ich immer auf langfristige Partnerschaften setze. Das heißt, ich kann mich hundertprozentig auf meinen Produzenten verlassen. Sollte was schief gehen in der Produktion, dann weiß ich, dass er auf jeden Fall gerade steht. Ich habe auch negative Erfahrungen gesammelt, in der Türkei, aber auch in China. Da ist einfach der Produzent abgehauen mit der Anzahlung. Das ist natürlich für ein junges Brand extrem gefährlich und kann das Scheitern des Projektes bedeuten. Also wenn ihr einen guten Produzenten gefunden habt, dann haltet an ihm fest. Wie ihr bereits wisst, produziere ich meine Hauptkollektion in China. Es gibt natürlich auch andere Länder, wo ihr produzieren könnt. Ich hatte bereits in Portugal und Türkei produziert. Dort hatte ich zwar negative Erfahrungen gesammelt, das hat aber was mit den Produzenten zu tun gehabt. Es wäre Quatsch zu sagen, dass dieses oder dieses Land besonders dafür geeignet ist. Es hat eigentlich nichts mit dem Land zu tun, sondern mit den Produzenten und den Menschen, die es betreiben. Manche Menschen wollen einfach nur schnelles Geld machen und andere setzen auf langfristige Beziehungen. Ich finde genau diesen. Viele Pleinen zum Beispiel produziert in der Türkei und in China, aber bestimmt auch noch in zahlreichen anderen Ländern.
So, das war's auch schon mit den drei Fragen. Wenn euch diese Kategorie gefallen hat, dann schreibt mir gerne eure Fragen in die Kommentare oder auch auf Instagram und ich versuche das im nächsten Video zu beantworten. Bis bald!